Herzlich willkommen zu einem neuen Video Formeln umstellen. Heute aus dem Themengebiet Wärmelehre und wir erhitzen jetzt ein Stück Metall, welches sich dann ausdehnt. Und dazu stellen wir die Formel nach dem Längenausdehnungskoeffizient um. Viel Spaß! So, da haben wir hier diese wunderschöne Formel. Da gehen wir mal kurz durch, was ist. Das hier ist die Länge L0 vor dem Erhitzen. Und wenn ich das erhitze, dann dehnen sich Materialien aus. Also gerade Metalle. Das ist jetzt Holz da nicht so, aber bei Metallen, die dehnen sich aus. Das heißt, ich habe eine Länge L0 vorher und nach der Erwärmung die Länge L. In Meter wird das angegeben. Wir haben hier den Längenausdehnungskoeffizient. Das ist materialabhängig. Jedes Material bei Erwärmung dehnt sich natürlich anders aus, je nachdem, was es ist. Das kann man nachgucken oder man berechnet es, so wie wir jetzt. Mit Messungen kann man das dann machen. Wenn du die Anfangslänge und die Endlänge nach Erwärmung kennst und die Temperatur gemessen hast, dann kannst du ja den Längenausdehnungskoeffizient bestimmen. Das machen wir jetzt. Und Delta T ist die Temperaturänderung. Das wird in Kelvin angegeben. So, stellen wir das mal um nach Alpha. Da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Ich zeige dir jetzt nur eine. Ne? Kannst du übernehmen, musst du nicht. Wir können, hier steht ja ein Mal, das erstmal in die ausmultiplizieren im Prinzip. L0 mal 1 ist L0. Dann haben wir plus L0 mal Alpha mal Delta T. Also ich habe jetzt quasi nur mal gerechnet, das mal das, das mal das, ne? Mehr nicht. So, jetzt will ich ja Alpha haben. Das heißt, ich will erstmal, dass das alleine auf einer Seite steht. Und da rechne ich am besten minus L0. Also dieses hier bringe ich erstmal mit, weil das ist durch Plus verknüpft, die beiden. Also muss ich dann Minus rechnen. Bekomme ich L minus L0. Bleibt noch übrig L0 mal Alpha mal Delta T. So, jetzt möchte ich ja nur Alpha haben. Hier ist alles durch ein Mal verknüpft. Das heißt, die Umkehroperation von Mal muss jetzt machen, also geteilt. Wir rechnen jetzt geteilt durch L0 und wir rechnen, machen wir direkt in einem Schritt, geteilt durch Delta T. Das heißt, das kommt dann beides hier in den Nenner. Also bleibt übrig L minus L0 geteilt durch L0 geteilt durch Delta T ist gleich Alpha. So, dann hätten wir es. Schreiben wir das noch um, dass wir hier einmal Alpha haben. Und dann kannst du die Werte einfach einsetzen. L durch L0 geteilt durch L0 mal Delta T. So, dann hast du die Formel für den Längenausdehnungskoeffizienten umgestellt. Musst einfach nur einsetzen. Die Länge nach der Erwärmung, Länge vor der Erwärmung. Quasi minus gerechnet. Man könnte ja auch hinschreiben, dass auch manchmal, dass das einfach Delta L genannt wird, die Längenänderung, also dieser Part hier nur. Da gibt es auch manchmal Formeln, dass man einfach, das ist die Längenänderung und dann noch L0 mal Delta T. Und dann hast du es. Dann setzt du alles ein und dann bist du wunschlos glücklich. Genau, das gibt es bei der Volumenänderung auch noch. Da sieht das eigentlich ähnlich aus. Und damit kannst du dann Alpha berechnen. So, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Ein bisschen eine kleine Übung zum Formeln umstellen. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich dir weiterhin ganz viel Erfolg. Schau dir gerne weitere Videos an. Ich bin Robert, dein Physikcoach. Ciao!